Ist das, Schwäbisch? Nee, Neuschwäbisch wär. Ich weiß auch nicht. Schwäbisch, oder wenn du Schwäbisch schwätzt würdest, dann wäre das quasi so. Keine Ahnung. Aha. Sollen wir nochmal gucken, oder meinst du, das war's? Es ist wichtig. Okay, lass uns erstmal zu SpongeBob wechseln. Ja. Ich meine, das hier ist eh eigentlich das Letzte, was es noch gibt. Und dann sehen wir, ob noch irgendwelche Socken übrig sind. Ja. Okay, achso, wir müssen erst... Niemand ist schneller als ich. Aha. Niemand ist schneller als ich. Zeit haben wir 120 Sekunden. Okay. Ist das da oben eine Abkürzung? Ich denke schon. Könnte sein. Ja, du kannst da so hübsch rüberspringen, dann passt das. Nimm das! Muss auf jeden Fall sicher sein, dass du da Dingsy machst. Ich frag mich, ob das irgendwas zu bedeuten hat, dass manche Teile blau sind und andere sind gelb. Welche Teile? Ach, ja, das da? Oder vielleicht sollte es auch einfach nur die Plattform. Ja. Hätte nicht normalerweise die Kugel kommen müssen? Ja, vielleicht oder darfst du diese Abkürzung nicht verwenden. Oder sind wir jetzt... Oh, das wäre... Aber... Sonst könntest du ja richtig cheaten. Oh, warte, das ist die Kugel hinter uns. So, nee, das ist schon offen. Ah, okay, von Sandy, ja, stimmt. Ah. Oho, praktisch. Ich glaube, bei diesen 50 glänzenden Teilen kann man mega abkürzen, wenn man da runter springt und ein Ziel genau wie die Bahn wieder trifft. Aber ich hoffe, das haben wir nicht nötig. Na. Tja, die Frage ist, was hier auch, was hier am Schluss jetzt der schnellste Weg ist. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, du könntest bei dem einen da so ein bisschen schießen. Hier lang vielleicht. Und dann jetzt einfach direkt straight da geradeaus, oder? Ja, ich würde das. Ja, genau. Geschenke öffnen ist klasse. Okay. Also noch 22 Sekunden. Oh nein, oh, das ist kacke. Also ein Slalom-Shit ist scheiße. Oh, okay, geht oh, aber doch, da ist es. Okay, gut. Die Abkürzung, ja, Larry, fick dich. Die Abkürzung hat uns gute Zeit rausgeholt. Ha, Larry hält sich wohl für den geilsten, ne? Aber wir sind geiler. Und lass ihn direkt fressen. Ich hab keinen Bock mit uns zu reden. Okay, ist okay. Ja, ist okay. Glückwunsch, yeah. SpongeBob, du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist ein goldener Pfannenwender. Warum bist du so glücklich darüber? Ich weiß es nicht. Aber er ist vielleicht ein Sportsmann. Kann gut sein. Okay. Was ich nie verstanden habe. Irgendwie. Larry hat. Oh Gott, guck mal, wir haben alle 10 Socken. Ja. Larry? Ja, und Larry hat irgendwie. Ja, das der einzige Ding, der uns da fehlt, ist mit dem Bungee Jumping. Dann haben wir alles. Ach stimmt, das Bungee Jumping fehlt ja, weil aber kriegen wir nicht auch noch einen von Thaddeus? Oder zählen die denn nicht mit rein? Na, die zählen doch schon alle von Thaddeus. Er bekommt ja immer für. Ach so, die da unten sind, ja, okay, logisch. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, Thaddeus gibt ihm die, aber das macht natürlich mehr Sinn. Na, okay. Also, der Bungee Jumping, ja. Ja, ich hab's immer als komisch empfunden, dass Larry irgendwie, ja, du weißt schon, diese massigen Unterarme hat, aber diese extrem dünnen Oberarme. Hallo, mein liebster Freund auf dieser Welt. Ich hab noch einen goldenen Pfannenwender für dich gefunden. Den hab ich gerade eben gar nicht gesehen. Ja, also ich schon, aber wir haben nicht mit ihm interagiert. Kann ich den haben? Klar, wenn du dich in diese Grube stürzt. Geht es nicht noch sicherer? Was habt ihr Leute immer mit eurer Sicherheit? Vermutlich könntest du einen Bungee-Sprung machen. Also du hast ihn doch schon bezahlt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, wahrscheinlich hätte ich jetzt nochmal bezahlen das können. Das ultimative Randalier-Erlebnis. Wow, das war relativ unspektakulär, ja. Oh, der Sandy Mountain war jetzt echt schnell abgeschlossen. Der ging richtig schnell. Wir haben sogar alles 100%.
Yeah. Oh, this game is way too easy for a pro gamer like me. Oh, this way is way too easy. Look. Oh, ganz so. Oh. Jetzt können wir rausgehen. Reden. Haha, Neptun sei Dank, du hast es geschafft. Jetzt kann ich meine Ausrüstung holen und in Frieden Skifahren. Ich fürchte, Patrick hat sich die Sachen ausgeliehen. Was? Wer hat gesagt, dass er das darf? Ich. Ich dachte mir, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Mal wieder. Macht mich nicht heiß? Natürlich macht mich das heiß. Das ist die teuerste Skiausrüstung, die man sich kaufen kann. Und was macht Patrick damit überhaupt? Er weiß doch nicht mal, wie man Ski fährt. Ich möchte jetzt ins Warme. Was zur Hölle? Er möchte ins Warme. Vielleicht habe ich den Witz nicht verstanden, aber... Vielleicht ist der im Englischen viel besser. Ach. Ich habe keine Ahnung. Ich auch. Okay. Oh yeah. Das wird Zeit. Das ist Mr. Krabby Patty. Mr. Krabs. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Ach, danke. Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Danke. Na dann. Okay. Kann man das nochmal machen? Ich glaube schon. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Das ist hoch. Ich denke, das kann man ein paar Mal machen. Aber ich behalte mal ein gewisses Grundkontingent, sonst kann man gegen Schluss immer noch Zeug sammeln. Aber wenn hier die von Mr. Krabs angezeigt. Nee, glaub nicht. Naja, wir sehen. Alle Neune! Geil. Ja. Oh, neue Welten. Dieser Tag scheint einfach nicht besser werden zu wollen. SpongeBob, schnell! Thaddeus steckt tiefer in der Klemme als eine Perle in der Muschel. Wir müssen ihm helfen! Du hast recht, Sandy. Aber wenn dieser Roboter wirklich wie Patrick ist, ist er uns zum Nachtisch. Was sollen wir nur machen? Wir müssen uns was ausdenken, und zwar pronto. Vielleicht ist der Knopf auf dem Rücken ja zur Selbstzerstörung. Ich versuche, ihn zu treffen. Gute Idee, SpongeBob. Aber jetzt hör auf zu labern und leg endlich los. Oha! Anscheinend hat SpongeBob eine heftige Fahrt vor sich. Great Barrier Reef! Können wir da runter? Ja, können wir. Okay. Sieh einmal an, der Roboter hat sich selbst schwindelig gemacht. Und der Roboter ist am Boden. Das wird mit Sicherheit noch Anspruchshalle. Hi, Thaddeus. Ja, Thaddeus. Hoppla hopp, Beule am Kopf! Nein, bitte hör auf, Fischmann. Okay. Oh, und der Roboter ist am Boden. Der Roboter sollte besser schleunigst seine Taktik ändern. Oh Gott. Wie gesagt, das erinnert mich so sehr an Pokémon Stadium. Ah, oh, da hat Great jemand Bandarine. Das falsche Pokémon gewählt. Da. Okay, die Phase ist noch wirklich easy. Oh, und der Roboter ist am Boden. Aber ich erwarte auch von einem Patrick Roboter nichts anderes. Lol. Jetzt reicht es. Du hast es einfach zu weit getrieben. Mach dich auf eine ordentliche Tracht Prügel gefasst. Nach Texas. Was wird Sandy unternehmen, um SpongeBob aufzutauen? Great Barrier Reef! Oh, vielleicht gehen wir... Ach nee, okay, die Dinger gehen immer in die falsche Richtung. Okay. Ich sehe schon... Und der Roboter ist am Boden! In der nächsten Runde... Jetzt bekommt der Roboter eine Tracht Prügel. In der nächsten Runde müssen wir uns wahrscheinlich komplett nur mit den Dingern hier fortbewegen. Nehme ich mal an. Dieser heiße Schlamm könnte alles schmelzen! Hoppla hopp, Beule am Kopf. Ach, come on. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ist das eigentlich, das ist der Industriepark? Ah,
Das ist der Industriepark, wo sie Fahrrad gefahren sind, oder so? Ja, ja, genau. Oh mein Gott. Durch den Industriepark. Hier geht die richtige Action ab. Oh oh. Na, jetzt geht er richtig ab. Ohoho. Great Los, treten. Reef. Jetzt wird's technisch anspruchsvoll. Und jetzt die Sprungschanze. Hoffentlich schaffen wir es. Hoffentlich schaffen wir es hier. Einfach kicken. Los. Okay, hat funktioniert. Juhu, das ist heißer als ein Maikäfer im Juli. Höchste Zeit, dass der Roboter endlich mal einen auf die Mütze bekommt. Das war's. Bowling. SpongeBob ist wieder im Kampf. Das war ein Kinderspiel. Oh, das war nicht nett. Great Barrier Reef. Great Barrier Reef. Ich weiß nicht, worauf das anspielen soll, aber ich weiß es nicht. Ich sehe hier einen wunderbaren Moment. Aua. Okay. Geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen im Morgen. Das nervt manchmal, dass die so oft Kommentare abgeben. Das ist schon echt ein bisschen ablenkend und nervig. Ich sehe hier einen wunderbaren Moment für Bowling. Dankeschön. Hätte ich nicht gedacht, Fischmann. Der Fischmann ist nicht, so schlau. Hoppla hopp, Beule am Kopf! Oh Gott. Nein. Okay. Bin noch nicht auf. Kann ich auch einfach hier stehen bleiben? Oder ich kann ich ja am besten ausweichen. Ich sehe hier einen wunderbaren Moment für Bowling. Ich hätte auch die ganze Zeit da verbringen können, naja, egal. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Leute. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich schulde dir was, SpongeBob. Bedanke mich, Sandy. Ohne sie wären wir immer noch Eis am Stiel. Ach, hört schon auf. Ihr macht mich ja noch ganz verlegen. Ich werd rot. Ich glaube, ich habe noch Eis in der Hose. Wieso? Tut mir leid, Plankton. Das Labor des Abfalleimers ist verriegelt. Ich weiß nicht, ob ich jemals genug goldene Pfannwender zusammenbekomme, um reinzukommen. Ja, das ist das Sicherheitssystem des Abfalleimers. Habe ich selbst entworfen, bin ganz stolz darauf. Sollte eigentlich die verhassten Massen an ungewaschenen Leuten draußen halten. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass ich mal auf dieser Seite des Systems stehen könnte. Come-Bucket. Und was hast du jetzt vor, Plankton? Wir, was natürlich du bedeutet, werden diese goldenen Pfannenwender besorgen. Sonst komme ich nie wieder in den Abfalleimer und gewinne die Kontrolle über meine Roboter zurück. Wie bitte? Ich sagte, sonst komme ich nie wieder in den Abfalleimer und gewinne die Trolle über meinem Otter zurück. Ja. Die Trolle über meinem Otter. Irgendwas ist hier faul. Ich verstehe nicht, was hier faul sein soll. Ich sehe alles keine Probleme. Gut, wir können Abfalleimer. Dann ist da noch. Das ist die Bootsfahrschule. Was? Wo ist die Bootsfahrschule? Ja, da ist die Bootsfahrschule. Ach, ich dachte, das wäre. Und da ist der fliegende Holländer. The Reef. Nee, das ist doch ein Kino, oder? Da steht Boots jedenfalls. Aber nee, es stimmt, es ist nicht die Bootsfahrschule. Kuppelblatt. Ab so positiv, Volut, SpongeBob. Schütteln wir darauf den kleinen Finger? Ich wünschte, ich hätte kleine Finger. Warte, ich blase dir welche auf. Ich dachte, er sagt was anderes. Pass auf, SpongeBob. Diese Blase ist ein Knaller. Ich pass auf wie kein anderer. Wenn du dich nicht bewegst, kannst du diese Taste drücken und eine Blase machen, die sich durch die Luft steuern lässt. Darauf habe ich gewartet. Wow. Du musst aber sorgfältig zielen und hast nur ein paar Sekunden Flugzeit, bevor die Blase platzt. Ich bin eine Seifenblasenmaschine. Die Blase muss platzen. Oh, ich muss mich jetzt wieder an die Steuerung gewöhnen. Invertierte Steuerung und so. Oh Gott. Ja, man muss sich dran gewöhnen.
Ist das der Wald, wo sie fest ist? Das ist der Wald, wo sie zelten war. Oh Gott. Ich kann mich absolut nicht an dieses Gebiet erinnern. Umso besser. Aha. Okay, kann man nichts machen. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, auf dem Dach vom Abfalleimer sind Pfannenwände. Wenn du das Handy wärst, dann könntest du von dem Punkt da aus rüberfliegen wahrscheinlich. Weil du musst auf die Muschel von der großen Krabbe. Vielleicht könnte ich vom Polizei, weil da komme ich, oder? Ach, da komme ich doch hoch. Oh. Ach so. Nein! Hans! Hans, nein. Da war ich ein bisschen zu hoch. Okay, er setzt mich da wieder ab, finde ich gut. Danke. Ja, aber doch, ich brauche Sandy. Oder, oh Gott. Nee, das klappt nicht. Nee. Okay, aber gut zu wissen. Hier, das ist eine Magic Wall, da kann man nicht drauf, komisch. Komisch. Ich dachte schon, ich steck fest. Na okay. So, jetzt runter hier. Ich sagte runter hier, SpongeBob. Na okay, die Kamera spackt ganz schön ab. Irgendwie ist hier teilweise eine Magic Wall, teilweise aber auch nicht. Was ist denn los, Mr. Krabs? Sie sehen gar nicht gut aus. Du musst mir helfen, Minion. Die große Krabbe ist von einem Rudel deiner räuberischen Roboter überrannt worden. Sie haben mich ausgeplündert. Und schlimmer noch, sie haben mir alle glänzenden Objekte weggenommen. Sie verschmutzen die große Krabbe? Nehmen ihre üble Taten denn kein Ende? Was sollen wir nur machen, Mr. Krabs? Wir? Im Sinne von du. Werden die Roboter beseitigen, mir mein Restaurant zurückerobern und vor allem mein Geld retten. Alles okay. Klar, das ist doch kein Problem. Ja, das ist echt kein Problem, ey. Oh! Das passiert doch nur noch, Flocky. Patrick sollte mal wieder waschen. Okay, da war eine Socke drin. Gut. Oh, praktisch. Oh. Ah. Das ist doch egal. Okay, ich werde heute keinen Anruf mehr erhalten. Okay. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, okay. Das ist irgendwie... Ja. Achso, weil ich... Ja, scheiße. Egal. Ja, das ist der Friedhof vom fliegenden Holländer, aber... Ah, der Friedhof. Ah, hier ist SpongeBobs Traum. Ah, der SpongeBob-Traum. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst machen sollen. Wir könnten erstmal gerade in den Abfalleimer gehen, damit wir sehen, wie viel Pfannenwände wir brauchen. Ja, hier wird Essen serviert. 75 Jahre nicht genug. Guck dir das an. Eilmeldung! Die Behörden haben bestätigt, dass die Roboter, die im Bikini-Bottom Amok laufen, tatsächlich aus dem Abfalleimer kommen. Ja, genau da, wo du stehst. Plankton, Inhaber des Abfalleimers und insbesondere bekannt für den Bau von Robotern, deren einziger Zweck es ist, Chaos und Zerstörung zu bewirken, hat jegliche Verstrickungen dementiert. Was? Und dann werde ich auf euren Kindern herumtrampeln und dann auf den Kindern eurer Kinder! Das waren die Eilmeldungen aus Bikini Bottom! Würde ich auch zu nehmen. Ich kann Plankton komplett verstehen. Ja. Geil! Ich habe die Gäste des Abfalleimers zerstört. Ja, gut, also Kitchen. Hier kommen wir nicht weiter. Aber, oh, guck mal hier, da. Okay, wir haben einen Chum-Burger, Chum-Fries, Chum-Shake, Chum-On-A-Stick und Chum-Balaya. Ja, Chum-Balaya. Und Chum-Chili und Chum-Pie. Warning. Blum. Was ist Chum? Abfall? Abfall, also Chum ja, generell doch, ist... ist doch der Abfalleimer, ne? Ja, das wird so übersetzt, aber Chum ist generell so Fischabfälle. Also in der Hinsicht, dass es... ne, genau, SpongeBob. Das ist in der Hinsicht so... dieser Glibber halt, dieser Glibber von Fischen und Fleischstückchen und sowas, halt sowas. Wie wenn du so einen Fisch schredderst. Das ist dann quasi Chum. Okay, also Plankton verarbeitet Fisch in seinen Burgern. Kein Wunder, dass hier niemand essen kommt. Ja, richtig. Na gut, man weiß natürlich auch nicht, was... Aber die werden halt hin und wieder, also diese komischen Chums, ich sag jetzt mal Chum,
wird gerne als Fischköder verwendet.